Unser München mit einer neuen Ausgabe. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Nach zweijährigem Umbau sind die Bauarbeiten im Truderinger Ortskern abgeschlossen. Ziel der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung MBH war es, den Umbau für Bürgerinnen und Gewerbetreibende vor Ort zu begleiten. Wie die neue Truderinger Straße aussieht, wir haben uns für Sie umgeschaut. Der Ortskern von Trudering erstrahlt in neuem Glanz. Das große Ziel, aus der Truderinger Straße einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich zu machen, ist gelungen. Dazu wurden barrierefreie Übergänge gemacht, wurde auch alles neu arrangiert an Parkplätzen. Es wurden über 20 Bäume neu gepflanzt, Bänke aufgestellt und einen Brunnen neu angelegt, an dem man sich eigentlich jetzt auch ganz schön treffen kann. Jetzt kommen halt die Leute, die ja vorher auch zum Einkaufen kamen und können sich vielleicht auch noch ein bisschen länger dort aufhalten, gehen vielleicht noch in ein Geschäft mehr rein. Und ich denke, es ist auch Anziehungspunkt ein bisschen über Trudering hinaus. Seit 2013 war Trudering als Sanierungsgebiet festgelegt. Vor Ort hat die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung einen Stadtteilladen als Anlaufstelle für Fragen und Anliegen eingerichtet. Dieser ist noch bis Mitte November geöffnet. Neben Informationsaustausch hat die MGS auch viele Aktionen mit lokalen Akteuren realisiert. Wir haben diverse Rallyes gemacht, Baustellenrallye, Familienrallye zu unterschiedlichen Themen. Wir haben Bonusaktionen durchgeführt, eine 2019 und eine findet jetzt im November, Dezember statt, bei der die Truderinger Bonuspunkte sammeln können, die in Treueprämien eingelöst werden können und am Ende bei einer Verlosung kann ein Fahrrad im Wert von 1.000 Euro gewonnen werden. Was in Trudering noch auffällt? In vielen Schaufenstern der Geschäfte in der Truderinger Straße sind nicht nur deren Produkte ausgestellt, sondern auch Kunst. Dahinter steckt das Projekt Kunst im Schaufenster. Kunst im Schaufenster ist genau das, was es eigentlich sagt. Kunst wird im Schaufenster ausgestellt. Dazu sind verschiedenste Gewerbetreibende angesprochen worden, ob die mitmachen wollen. Und tatsächlich nachher waren es 15 Künstler und 11 Gewerbetreibende, die mitgemacht haben. Die Kunstwerke hängen noch bis Ende des Jahres in den Truderinger Schaufenstern. Nicht nur die MGS hilft mit, Trudering zu verschönern, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger selbst können etwas dafür tun. Das Förderprogramm Aktiv gestalten hilft beim Start. Bei Aktiv gestalten geht es tatsächlich um so, ich sage es mal, äußere Verschönerungsmaßnahmen an der Fassade im öffentlichen Raum. Und da haben wir Planerinnen und Planer, die sich dann mit den Eigentümern in Verbindung setzen, denen Vorschläge machen, haben ein Gestaltungskonzept. Es gibt für die ganze Straße auch ein von uns initiiertes Gestaltungskonzept. Und dann können diese Ideen aufgegriffen und eben auch mit Fördermitteln umgesetzt werden. Aber auch jetzt schon ist die neue Truderinger Straße ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen.